Haha. Jetzt ziehst du nicht die Hosen aus, du Drecksack. Uha, das war mehr Glück als Verstand. Ja, Crash Bandicoot ist gefesselt und willkommen zurück bei Crash Bandicoot 3. Warped. Irgendwie geht's immer durch und durch mit mir, ne? Naja, wir haben die letzte Ebene freigeschaltet in der letzten Folge. Und haben den blauen Edelstein. Ich würde jetzt einmal kurz im Schnelldurchlauf gucken, was fehlt uns eigentlich noch. Level 1 fertig. Level 7 fehlt uns der gelbe, den kriegen wir von unten. Level 8 vollständig. Okay, ich bin gar nicht bei Level 1. Ha. Level 9. Da brauchten wir den lilanen Edelstein, wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir auch alles. Also eigentlich könnten wir schon so einiges machen jetzt. Aber ehrlich gesagt möchte ich noch gar nicht. Also ich möchte schon gerne noch die anderen Levels erst spielen, bevor ich hier weitermache. Ja, hier fällt uns so Level 4 einmal. Da brauchten wir den roten Edelstein, den wir jetzt mittlerweile auch haben. Aber erstmal letzte Ebene. Und dann gucken wir mal weiter. Gun Tomorrow. Ja, da sind wir wieder in einem Hightech-Level angekommen. Und wir haben in der letzten Folge die Bazooka freigeschaltet. Und die wird uns so einige Male den Arsch retten. Yeah. Das Zielen ist zwar ein bisschen kompliziert, aber es passt schon, weil hier ist wieder mal unten oben und oben unten. Bam. Und da ist kein Autovisieren bei. Bam. Aber wir können aus sicherer Entfernung Gegner kaputt schießen. Was sehr viel wert ist, finde ich. Und da haben wir so einen netten Gegner, der uns jetzt den Arsch rausstreckt und wir ihn abschießen müssen. Damit er stirbt. Streckt uns eiskalt den Arsch raus, ey. Jetzt können wir auch die endlich töten. So, hier ist es alles ein bisschen anders. Hier ist sogar noch ein Laufband. So, schnell hoch und bam. So, bam, 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 bam. Ach gut, den haben wir. Das haben wir. Ne, die haben wir. Jetzt haben wir die. So, sehr schön. Und wir sterben. Nicht. Geil. Komm, wir sparen uns den Weg darüber und wieder zurück. Okay, die Kiste wollte ich eigentlich noch nicht haben. Wetten, es war nicht die? Doch, es war die. Sehr schön. Können wir die da hinten auch schon? Nee, ne? Die ist zu weit weg, ne? Ich finde das cool mit der Bazooka. Ich mag die Bazooka. Die vereinfacht einen wirklich einiges. Okay, da müssen wir gleich gucken, von wo wir das kriegen. Sieht man die von hier? Jawohl. Na, na. Es muss rot sein allerdings, bevor hier irgendwas funktioniert. So, sehr schön. Oder auch nicht. Also das war jetzt nicht gerade rot, oder? Außer ich habe eine Rot-Gelb-Schwäche. Das wäre aber nicht so gut fürs Autofahren später. Nee, das wäre nicht gut. Das wäre echt nicht gut. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, auf welche Zeit ich angefangen habe aufzunehmen. Naja. Drei oder vier Levels, je nachdem, wie schnell mir das vorkommt. Aber ich denke mal, ich werde hier nur drei Levels machen, dass wir in der nächsten Folge das Spiel beenden werden. Dass in der nächsten Folge dann alles vorübergehend vorbei ist. Aber nur erstmal vorübergehend, ne? Also keine Panik, es geht weiter mit Crash Bandicoot 3. Und zwar mit den alten Levels. Wie komme ich denn da unten hin? Lass jetzt mal bewusst die TNT noch da stehen.
ich habe jetzt keine Aktivierungskiste gesehen. Guck mal, wir könnten jetzt auch so da... Nee, können wir nicht. Aber wie aktiviere ich dann... Ja, jetzt bin ich überfragt. Jetzt bin ich wirklich überfragt. Ich würde jetzt gerne noch mal... Okay. Zurückgehen. Wir kommen bestimmt ganz hinten, oder? Hau ab. Es ist wieder so eine Stelle, wo ich komplett überfragt bin mit allem. Du bist mies, du hau ab. Du bist auch mies, hier brauchen wir den grünen Edelstein, okay. So, kaputt und kaputt. Brauchen wir einen von denen? Ich bin gerade wirklich überfragt, und zwar extremst überfragt. Okay. So, 1, 2, 3, okay, das hätte schneller gehen können. Oder kriegen wir die mit dem grünen Edelstein freigesetzt? Kann natürlich auch sein. Wie gesagt, 100% werde ich hier wohl weniger schaffen. Ja, in dem grünen Edelstein, denke ich mal, sind noch Kisten versteckt. Anders könnte ich es mir nicht erklären. Das heißt, ich müsste von hier jetzt zurück zum grünen Edelstein. Und vom grünen Edelstein müsste ich dann wieder zurück, um die eine Kiste da einzusammeln, wahrscheinlich. Okay. Ist fies. Ist echt fies. Ah, und hier ist schon das nächste Motorradlevel. Ja, komm. Ich versuche jetzt erstmal nur Erster zu werden. Yay! Und alle Kisten, ja komm. Kann ich mit versuchen. Hier sind die Polizeiautos extrem fies, aber die drängen auch die Gegner ab, so wie ich das jetzt... Ah, scheiße. Okay, alle Kisten können wir schon mal vergessen. Das heißt, ich werde jetzt speziell nur auf dem ersten Platz versuchen. Warum habe ich gerade gebremst? So, schnell an dem vorbei. Oh, hier können wir aber schön mit einem Boost aufholen. Wow. Alter, drängel mich nicht ab, du Pisser. Alter, du kleine Drecksau. Es wird schwerer, man merkt es. Allerdings geht es noch, finde ich. Denn unten kommt ein schlimmeres. Ah, Kacke. Ah, nicht aus der Map raus. Oh. Alter Schwede, das ist... Nein, ah. Den Boost hätte ich gebraucht. Nee, mit dem Boost wäre ich nicht weit gekommen. Mit dem wäre ich überhaupt nicht weit gekommen. Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal versuchen. Ja, da müssen wir rüber, um eine Kiste einzusammeln. Ja, es ist das Problem hier. Man muss sehr viel, um alle Kisten zu kriegen, machen. Ah, Kacke, 3 Kisten. Machen wir später nochmal. Das machen wir jetzt später nochmal. Ich werde jetzt erstmal versuchen, ja, ich werde jetzt erstmal versuchen durchzuzocken.
Würde ich jetzt mal so behaupten. Ah, hier kriegen wir also den grünen her. Okay, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier nur noch 4 Levels. Nehme ich die nächste Folge gleich mit auf? Wir gehen jetzt erstmal hier in das Level und... Ich überlege dann mal. Jetzt muss ich erstmal kurz... Ah. So nach einer Stunde aufnehmen, da braucht man ja doch mal was zu trinken. Und zwar eine Stunde nachts um 2:30 angefangen, also müsste es jetzt mittlerweile eventuell 2:30 sein. War das hier auch mit dem Totenkopf, verdammt? Haha, jetzt ziehst du nicht die Hosen aus, du Drecksack. Uha, das war mehr Glück als Verstand. So langsam werde ich aber auch müde. Aber naja. Ich darf den ganzen Kram noch bearbeiten. Ich weiß allerdings nicht, wann ich es bearbeiten werde. Ob ich es morgen... Ja, ich denke mal, morgen nach der Arbeit werde ich es bearbeiten. Oder vor der Arbeit. Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich heute noch ein anderes Video durchrendern. Ja, ich müsste mal gucken, wie wir das geregelt kriegen hier. Ich glaube, eine Folge werde ich schon mal heute... Komm, das ist euch auch egal. Mir fallen nämlich langsam keine Gesprächsthemen mehr ein. So um die Uhrzeit ist es doch schon relativ schwierig für mich aufzunehmen. Weil ich es wirklich eher gewohnt bin, tagsüber aufzunehmen. Aber... Wie habe ich es denn mal geschafft, bis nachts, sage ich schon. Ah, hier ist der Totenkopf. Muss ich den rückwärts wieder zurück? Ich hoffe nicht. Ich würde es Crash Bandicoot zumuten. Nee, nicht mit mir, Freundchen, und euch beiden da oben, ne? Ihr könnt mich mal kreuzweise... Oh, da ist ein Checkpoint. Okay. Ich hoffe, ich kann hier sterben. Ah. Bam. Bam. Ich hätte den Checkpoint nicht einsammeln dürfen. Bis jetzt habe ich mir keine Kiste eingesammelt hier. Ja, in der Tat. Aber der Totenkopf bringt uns wieder zurück. Auch dahin zurück, wo wir waren. Sind wir da, wo wir waren? Muss ich hier längs? Ja, hier ist das Bonus-Level und ich würde sagen, man rennt eine Karte nicht rückwärts. Das heißt, ich muss nochmal hier rum. Denn, Kacke, ich habe mir gerade alles verbaut. Ich muss da jetzt rückwärts rum. Scheiße. Huch! Du Pisser! Er hat mir die Hose ausgezogen. Oder zerschnibbelt. Okay, nicht angreifen, wenn er am... Genau, schnetzeln ist. Man sieht hier leider aber auch gar nichts, ne? Triggern! Wie soll ich das da machen? Kommt man da eventuell so rüber?
kommt man da eventuell mit einem Rutschjump-Drehungssprung rüber? Jawohl, kommt man. Yeah. War das der Totenkopf? Okay, Rutsch-Doppelsprung und Drehungs-Dingens. Ja, hier war der hier fing der Totenkopf an. Ja, hier fing der Totenkopf an. Sehr schön. Das ist ja... Warum zum Teufel setzt er mich denn da vorne ab? Also da vorne. Da hätte er mich doch da runterfahren können wieder. Eigentlich. Das wäre viel einfacher alles. Komm schon. Das Spiel weiß, wie man einen mobbt. Und besonders, wie man mich mobbt. Okay, das können die Spiele wirklich gut. Eine Stunde, 10 Minuten. Ach ja. Eins und... Ah. Eins und... Ab. Und... Ach, Kacke. Ja. Scheiße. Bam. Nächstes Mal müsste ich mir eigentlich so einen Pharaonenhut kaufen, bevor ich eine Crash Bandicoot Session aufnehme und ich weiß, da kommt so ein Level. Hätte was, oder? Hätte was. Wow. Ach ja, ich habe ja die Bazooka. Warte mal. Ich glaube, das wäre doch schlauer, die jetzt so mitzunehmen, oder? Wäre das schlauer? Weiß ich nicht. Ah, nein! Tun wir so, als ob wir das nicht gesehen hätten. Ich bin eindeutig zu müde, um das noch weiter aufzunehmen. Ja. Mein Bett ruft. Hört ihr es auch rufen? Hallo! Hallo! Komm mit her! Das war echt dämlich gerade. Naja. Passiert. So. Das wird ja relativ easy going eigentlich hier. Nee, das wird nicht easy going. Scheiße. Das heißt, ich muss die ersten drei von hier wegnehmen. Eins, zwei und drei. Im Doppelsprung hier rüber. Und jetzt die beiden. Oh, das waren zwei Leben sogar. Wozu ist die Sprungkiste da? Nur um gegen die Nitros zu springen. Alles klar. 28 von 28 Kisten. Das sieht schon mal wunderbar aus. Wir sind momentan echt auf einem guten Weg. So, die habe ich gerne mal übersehen, die Kiste. Halt, ich wollte ihn da, ihn da, ihn da, ihn da. Ihnchen! Ihn! Jawohl. Ich wollte gerade sagen, es ist so schwer, einen Gegner zu treffen. Oh, wir haben hier sogar alles gekriegt. Sehr schön, würde ich sagen. Hopp, hopp und rein da und mir juckt die Nase, mir juckt die Nase. Ist ja nichts Neues mittlerweile, ne? Es ist Zeit fürs Bett. Ich denke mal, ich werde morgen den Rest aufnehmen. Ihr könnt mir einmal in die Kommentare schreiben. Nächste Folge wird ja erstmal so gesehen das Spiel durchgespielt. Im Grundspielverlauf, sage ich jetzt mal.
meine Frage an euch. Wollt ihr, dass ich die restlichen Edelsteine versuche zu kriegen? Wollt ihr, dass ich alle Zeitrelikte hole? Ja oder nein? Wenn ja, soll ich die gleich hinten ranhängen nach der nächsten Folge? Oder soll ich eine Pause einlegen und wir sagen dann, hey, ich nehme jetzt erstmal ein anderes Projekt auf. Und dass wir nach dem nächsten Projekt uns dann an die ganzen Sachen hier ranmachen. Also jetzt, keine Ahnung. Wir pausieren sozusagen Crash Bandicoot 3, weil wir den Grundspielverlauf fertig haben. Setzen ein anderes Spiel dazwischen und fangen doch noch, dann nochmal mit Crash Bandicoot 3 an und versuchen den 100% Run. Also machen den Spielstand dann hier vollständig. Oder versuchen es zumindest. Entscheidung liegt bei euch, wie ihr es wollt. Schreibt es mal in die Kommentare, soll ich ein anderes Projekt nach der nächsten Folge starten oder soll ich direkt mit Crash Bandicoot 3 weitermachen und alle Kisten und so weiter einsammeln und die Zeitrelikte und. Wie gesagt, ihr entscheidet, ich richte mich nach euch und ich hoffe, wir sehen uns wieder und jetzt geht's dann erstmal zur Endcard, ne? Ja, und da sind wir bei der Endcard. Unter mir zu den drei Playlists von Crash Bandicoot, oben links zur letzten Folge von Crash Bandicoot und darunter, ja, was habe ich darunter? Ich habe da irgendein Video halt verlinkt. Ja, wie gesagt, eure Meinung ist mir wichtig. Soll ich ein anderes Projekt starten nach der nächsten Folge oder sollen wir direkt mit Crash Bandicoot durchziehen hier, also den Teil hier durchziehen? Wie ihr es wollt, eure Entscheidung. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Stormy.